Halle, Saale, Silberhöhe, auch bekannt als der Brennpunkt von Halle. Manche schaffen den Absprung aus dem Viertel, aber vor allem aus der Arbeitslosigkeit nie. Andere nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Exakt, die Story begleitet unter anderem Patrick, Tom und Sven auf ihrer Reise. Ein Weg nahm ein tragisches Ende. Würfel ist ein beliebter Treffpunkt für viele Arbeitslose, um morgens schon das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich zu nehmen. Auch Patrick, 33, ist dort zu finden. Er habe früher im Straßenbau gearbeitet, kam dann aber auf die falsche Bahn und fing an, Drogen zu nehmen. Er saß insgesamt 10 Jahre im Knast, wegen Vergehen wie Diebstahl und Körperverletzung. Jetzt möchte der 33-Jährige sein Leben wieder in den Griff bekommen, doch das gestaltet sich schwierig. Ich will arbeiten, aber manche wollen mich nicht haben. Ist schwer zu glauben, aber ist so, erzählt Patrick. Von ärmlichen Bedingungen zu weltweiter Bekanntheit. Tom Kesselhut wuchs ebenfalls in dem Viertel auf. Sein Vater, Alkoholiker. Er wollte seinem Schicksal entgehen und sagte sich eines Tages: Mensch, man muss einfach mal loslegen und nicht faul herumlungern. Das tat er auch und begann ein Jurastudium. Noch währenddessen verfiel Tom dem Glücksspiel. Sein Ziel, das große Geld zu machen, war erfolglos. Doch es ergab sich eine andere Leidenschaft, mit der er den Absprung tatsächlich schaffte. 480.000 Follower hat der jetzige Online-Gamer und Streamer auf YouTube. Mit seinem Beruf verdient er nach eigenen Angaben über 10.000 Euro im Monat. Sven, genannt Karotte, erlitt ein anderes Schicksal. Seine Abwärtsspirale begann bereits früh. Insgesamt Jahre seines Lebens verbrachte er im Knast. Für alles außer Sitte und Mord, erzählt er. Nun ist Sven wieder draußen, doch auf einen grünen Zweig kommt er nicht. Kurz nachdem das Exakt-Team ihn das letzte Mal besucht, stirbt er im Alter von 41 Jahren unerwartet an Organversagen. Exakt, die Story? So schwer ist der Weg raus aus der sozialen Unterschicht zurück zu Patrick? Er ist ein Jahr später Teil eines Substitutionsprogramms und hat nach vielen Jahren der Obdachlosigkeit eine eigene Wohnung. Ein großer Fortschritt, trotzdem ist der Alkohol noch sein täglicher Begleiter. Einen Job hat Patrick nicht gefunden. Neben Tom schafft auch Michaela den Absprung aus einem Brennpunktviertel. Sie studierte im Bachelor und Master und lebt jetzt in Wien. Ihr war klar, dass sie die Heimat verlassen muss. Die, die dort bleiben, bleiben in der Regel arbeitslos. Tom und Michaela beweisen, dass der Weg für Kinder aus der untersten sozialen Schicht nicht zwangsläufig vorbestimmt ist. Trotzdem schaffen laut Exakt die Story statistisch weniger Menschen den Absprung. Die gesamte Folge Exakt, die Story, Leben ohne Sozialhilfe, Hartz IV und Bürgergeld könnt ihr euch in der Mediathek ansehen.